Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Isaac Herzog hat erstmals ein israelischer Staatspräsident das Königreich Bahrain besucht. Der Inselstaat am Persischen Golf gehört zu den Unterzeichnern des Abraham-Friedensabkommens mit Israel. Für Herzog wurde ein roter Teppich ausgerollt und die israelische Nationalhymne gespielt. Er traf mit König Hamad bin Isa al-Khalifa zusammen. Zu Beginn des Treffens überreichte der Präsident dem Monarchen eine silberne Mesusa. Nach Angaben von Herzogs Büro erörterten die beiden Staatsoberhäupter Möglichkeiten zum Ausbau der bilateralen Beziehungen. Außer Bahrain besuchte der israelische Präsident auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Tel Aviv, das im vergangenen Jahr noch als teuerste Stadt der Welt galt, hat seinen unrühmlichen Titel verloren. Die Mittelmeermetropole ist laut einer weltweiten Umfrage auf den dritten Platz verdrängt worden. New York und Singapur sind nun als die teuersten Städte zum Leben eingestuft worden. Für die Israelis steigen die Lebenshaltungskosten aber weiter an. Die Inflation kletterte auf über 5%, die Wohnungspreise schnellten im vergangenen Jahr um fast 20% in die Höhe. Die Gehälter der Israelis hielten mit diesem Anstieg nicht mit. Nur die rund 10% der Israelis, die in der Technologieindustrie beschäftigt sind, haben ein hohes Einkommen, was zu einer wachsenden Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung führt. Neue israelische Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen häufig psychosomatisch sind, eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung. Je mehr die Menschen zögern, sich impfen zu lassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Nebenwirkungen verspüren. Das zeigt eine israelische Studie. Dafür wurden rund 750 Israelis im Alter von 60 Jahren und älter befragt. Sie machten Angaben zu ihrem Zögern in Bezug auf die Impfung und zu ihren Erfahrungen mit Nebenwirkungen. Die Untersuchung, die in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, entstand durch eine Zusammenarbeit der Bar-Ilan-Universität, der Universität Haifa und der Ariel-Universität mit der britischen Warwick-Universität. In Bethlehem, der Geburtsstadt Jesu, ist die Weihnachtssaison eröffnet worden. Inmitten einer großen Menschenmenge erstrahlte der Weihnachtsbaum vor der Geburtskirche, dekoriert mit Hunderten von bunten Lichtern. Dazu gab es ein Feuerwerk und musikalische Darbietungen auf einer riesigen Bühne, die eigens zu diesem Anlass auf dem Krippenplatz errichtet wurde. Die Wirtschaft der 25.000 Einwohner zählenden palästinensischen Stadt hängt stark von den Ausgaben religiöser Pilger und Touristen ab. Obwohl ausländische Touristen und christliche Araber allmählich zurückkehren, sind die Zahlen noch weit entfernt von den 3,5 Millionen Besuchern, die im Winter 2019, kurz vor der Pandemie, nach Bethlehem gekommen waren. Wir kommen zum Wetter in Israel. Das ist überwiegend heiter und trocken. In Jerusalem liegt die Tageshöchsttemperatur bei 18, in Tel Aviv bei 21 Grad. Das waren unsere Nachrichten der Woche. Aktuelle Infos finden Sie auf www.focus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!